Alter, das ist echt heute nicht mein Tag. Ich laufe über die Straße, hab Glück, die ganze Straße ist frei, jetzt habe ich meinen Schlüssel im Auto vergessen. Jetzt fange ich an zu lispeln, ich drehe ja durch. Und jetzt muss ich hier nochmal zum Auto rüber, weil ich meinen Schlüssel da vergessen habe. Was ist das für ein Anfang vom Video? Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir können jetzt nur hoffen, dass das überhaupt klappt, sonst werdet ihr dieses Material nie sehen. Wir sind bei Metzger Lesser, einer Institution in Hamburg. Habe ich das jetzt auch noch falsch gerade gesagt? Eine Institution in Hamburg für Hausmannskost. Ist das so ziemlich das Geilste, was ihr machen könnt. Stabil, wie vom Mutti, wie man es kennt. Wirklich für jeden, der noch schön bei Mutti zu Hause speisen durfte, dem dieses Glück zuteil wurde, der wird da keinen Unterschied merken. Einfach lecker, einfach geil. Und meine Aufgabe ist es natürlich auch, euch einfach geile Läden zu zeigen und nicht immer auf gut Glück zu testen und ausprobieren, sondern euch auch die geilen Adressen zu präsentieren. Da hoffe ich, dass ich jetzt da drehen darf. Also, wir sind am Start, wir können drehen. Es ist übertrieben viel los. Ich glaube, wir machen drei Durchgänge. Ich hatte überlegt, ob ich alles jetzt esse, aber das ist zu heftig. Das kann ich machen. Wir werden drei Durchgänge oder vier Durchgänge machen. Ich zeige euch generell erstmal den Laden. Ja, und dann schauen wir mal, wie das mundet. Metzger kommt nicht von ungefähr, der Name. Die haben natürlich auch Fleischwaren hier, aber halt auch geile Gerichte. Und da werden wir zwei, drei Sachen ausprobieren und dann lasst euch das Video schmecken. Opa? Ja? Opa und Uropa fehlen. Ah, da rechts ist mein Papa und in der Mitte bin ich. Ach, du hast auch einen? Ja, ich habe meinen gerade erst gemacht. Ah, und Uropa fehlt? Ja, genau, den hat Opa versendet. Ach, du hast das auch gemacht, den Metzgermeister. Ja, genau. Krass. Wenn man sich das reinzieht, Leute, wie die Zeit noch damals waren, auch wie die noch aussehen. Hier ein kleines Kind noch. Ich guck mir gerne Bilder von früher an. Ich finde das geil. Es ist halt hier, muss man dazu sagen, es ist typische deutsche Kost. Man kann auch schönes Mettbrötchen hier noch kriegen. Schmieren die frisch. Ich habe eben die Brötchen gezeigt. Alles frisch aufs Brot, dick Butter drauf. Also wer deutsche Kost mag, das ist hier das Krasseste. Wirklich, das ist sehr krass. Geile Frikadellen. Ihr könnt hier Wurst, Fleisch, alles mitnehmen. Alles wirklich wie von Mama. Es ist ein Traum. Komisch, dass ich das euch vorher nicht gezeigt habe. Ich überlege, ob ich so ein Special mache, Leute, ob ich auch noch mal ein Mettbrötchen einfach snacke, so auf schnelle Welle. Also ich versuche mich hier mit den Tonaufnahmen bedeckt zu halten, den Rest draußen zu machen. Ich merke, das brummt hier halt hart, ne? Ich glaube, das triggert extrem im Video, deshalb wird viel von draußen, glaube ich, gleich kommen. Die Frikadellen, ich sage euch das, die sind komplett special. Die sind übelst heftig. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber das scheint irgendwie, ob die meliert sind von außen. Ich kann sie ja gleich mal fragen. Das ist anders. Es ist einfach anders. Also bei so einem Ding bin ich ja auch einfach Brötchen-Fan, ne? Einfach ein Schnitzelbrötchen. Kassabrötchen weiß ich gar nicht. Aber so ein Leberkäsebrötchen, ich muss jetzt meinem Herz folgen. Was werde ich tun? Darf ich nebenbei eine Sache fragen? Was macht ihr da außenrum? Sind die meliert oder? Nee, die sind paniert. Ach, die sind paniert, ganz normal. Oha, ganz normal mit Eiern, genau. Und wie man es macht. Okay, geil. Also wir müssen mit einer Brötchenrunde beginnen. Ganz schnell eine Runde, boom, 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 über eine kurze Aussage. Nicht lang zappeln und dann probieren wir die Gerichte hier nochmal. Sag mal, darf ich gleich bei dir was bestellen auch? Ja, natürlich. Ich wollte alle Brötchen bei euch bestellen. Mettbrötchen, Frikadellenbrötchen, ja. Burgunder und ein Fleischkäsebrötchen. Ja, mit geil. Kruste, Burgunder? Mit Kruste, gerne, ja. Also das kam wirklich nicht von ungefähr. Hier ist eine Riesenschlange. Jeden Tag nachmittags befindet sich auch kein Parkplatz. Also wenn ihr herkommt, stellt euch auf Wartezeit ein. Außer ihr kommt außerhalb der Mittagszeit, das geht. Aber hier ist die Hölle los. Bald schmeckt. Macht ihr vieles noch selber, ne? Alles so an Braten. Ja. Mhm. Mettwurst zum Beispiel machen wir nicht mehr selber. Die macht ihr nicht mehr selber? Da haben wir keinen Platz mit. Mhm. Aber sonst machen wir eben noch vieles selber, ne? Cool, ja, das ist noch richtig Handwerk hier. Oh, das ist das Beste, die Kruste. Oh, die ist heiß begehrt. Das hier ist die Macht, Leute. Glaubt mir, dass es macht. Übrigens Schweinrind.
Hoho, das wird wild. Das wird wild. Fangen an mit dem Burgunderbraten. Also wirklich. Ich muss eins nochmal sagen, weil ich habe das schon mal in einem Video erklärt. Aber jeder guckt ja nicht jede. Also es guckt ja nicht jeder jedes Video. Ich esse geschmacklich sehr, sehr gerne Fleisch. Was rede ich? Sehr, sehr gerne Schwein. Ich esse es nur nicht oft, weshalb ich einmal eine Aussage in einem Video getroffen habe, ich esse ungern Schwein. Das war einfach, da müsst ihr Verständnis haben, man denkt nicht, durchdenkt nicht immer alles bei jedem Video. Ich gucke nicht jedes Video perfekt durch, was mein Cutter schneidet. Liebe Schwein, ich esse gerne Schwein und ich werde weiter Schwein essen. Nur für mich, meines Wissensstands nach, nicht das gesündeste Fleisch. Deshalb esse ich es in der Hinsicht ungern. Couscous geht an alle raus. Schwein gehört zu Deutschland, muss man einfach sagen und soll auch so bleiben. Remoulade meine ich. Nicht so bissig, wisst ihr, sehr oft ist Remoulade voll bissig, voll eklig, penetrant im Geschmack, ganz mild, aber trotzdem noch dieser normale Remo-Geschmack, der Burgunderbraten, so saftig, knackig. Ich liebe Burgunderbraten. Damals, wo ich viel gekocht habe, habe ich dann gerne mal im Eintopf mit reingemacht und so. Unbezahlbar. Den Geschmack kannst du auch nicht beschreiben. Burgunderbraten ist Burgunderbraten. Der Geschmack da drin, versuchst du ihn zu beschreiben, das geht nicht. Dieses Fleisch davon ist ja so ein Mix aus außen, überall sehr fettig und innen dieses magere Fleisch. Ich weiß nicht, ob man es mager nennen kann, aber es ist halt sehr dankbar im Biss. Ganz fix, der Fleischkäse. Mit einem süßen Senf. Boah. Stark sein Urgroßvater. Ich muss bei dem Ding allerdings sagen, man muss ja mal ehrlich bleiben, dass mir ein bisschen zu dieser Schweinegeschmack geht. Also nicht falsch verstehen. Der driftet manchmal in eine gewisse Richtung ab, die mir nicht so 100% mundet. Das war jetzt zum Beispiel beim Burgunder überhaupt nicht. Ja, dann kann ich auch. Traum. Traum. Nochmal die Frikadelle einfach so. Und mit dieser Panierung außen. Ganz normal mit Eiern, Mehl, wie man es kennt. Ist schon ein Gamechanger. Panade, sagen wir mal ehrlich. Jeder liebt Panade. Nenn mir jemand, der keine Panade mag. Ihr habt eine Oldschool-Frikadelle, so wie man sie von früher kennt. Zumindest die deutschen Jungs. Panade obendrauf. Hab den Knusper dazu. Feeling von Mama, Knusper als Upgrade. Brötchen, so ein Feeling ein bisschen wie Fischbrötchen. Fischbrötchen, finde ich, hat man optisch. Und von der generellen Beschaffenheit des Brötchens oft das Gefühl, es ist so ein bisschen Billigbrötchen. Aber vom Geschmack passt es wie Arsch auf Eimer. Und hier ist es eben auch so. Passt super. Geiles Ding. Trotzdem die Eins für mich, Burgunderbraten. Dann die Frikadelle. Fleischkäse hat mir nicht so gut gebunden. Passiert, nicht schlimm. Aber die zwei Dinger, ne, macht und jetzt die Kruste. Der fühlt wie Chips. Einfach wild, wild. Runde 1, Brötchenrunde. Scheiße, ich habe Mettbrötchen vergessen. Ich wollte auch noch Mettbrötchen. Lass mich dazu gleich auch noch geben. Das war super lecker. Ja, ich kenne das ja. War echt geil. War echt geil. Aber Mettbrötchen nehme ich gleich auch noch mal kurz, ja, vergessen. Macht nichts. Und dann nehme ich noch zwei Gerichte, werden wir machen. Ich nehme einmal Schnitzel mit Jägersoße, ja, und Kartoffelgratin nehme ich als Extragang. Und Chili, wolltest du das auch noch probieren? So einen kleinen, soll ich dir so eine kleine Mini-Schale? Ja, nehmen wir das auch noch. Ja. So, also Runde 2. Pilzrahmsoße, Schnitzel. Boah. Erstmal die Pilzsoße. Was halt nicht fehlen darf, bisschen Gemüse. Rosenkohl ist unschlagbar ein Gemüse, einfach mit ein bisschen Butter. Halt in dem Fall nicht. Wer keinen Rosenkohl kennt bzw. nicht mag, der hat ihn nicht richtig zubereitet bekommen. Der muss weich sein, wohlgemerkt. Also rein geschmacklich mit jetzt knackigen Rosenkohl kannst du nichts anfangen. Der ist so richtig schön herb im Geschmack. Der hat Tiefgang. Dann im Zweifelsfall auch natürlich ein bisschen Gemüse mit der Soße und ein paar Pilzen. Und drin damit. Schnitzel.
ganz zarte Schnitzel. Bei Schnitzel ist oft die Gefahr, finde ich, wenn das zu dick ist. Heißt nicht automatisch, dass es dann schlecht ist, aber am meisten ist es dann schlecht. Das hier ist relativ dick, aber trotzdem perfekt gemacht. Geschmacklich kriegst du bei jedem Gericht voll in die Fresse. Das kann ich nur sagen. Voll in die Fresse. Also es ist nichts, wo du denkst, boah, hätte ich mir noch ein bisschen mehr Gewürze gewünscht oder ein bisschen mehr Salz, kriegst du dich voll in die Fresse. Aber wiederum auch nicht, dass du irgendwas isst und sagst, das ist versalzen. Dafür sind die, glaube ich, zu lange in dem Game drin. Einmal noch mein Mettbrötchen. Der wunderbare Kollege hier. Es gibt nichts Geileres, wirklich nicht. Mett, Zwiebeln, Butter. So lobe ich mir das. Super krankes Ding. Super krankes Ding. Das ist wieder Weltklasse. Also es ist wirklich so beim Matt vom Biss, wenn man die Zwiebeln nicht hätte, könnte man denken, das ist irgendwie Frischkäse oder so. Weil es so weich im Durchbiss ist, ist es so geschmeidig, unnatürlich geschmeidig. Dann habt ihr natürlich die Butter noch, die macht richtig dick Butter drauf. Richtig dick Butter. Das nimmt richtig viel Raum ein bei diesem Geschmack, aber guten Raum. Ist halt Butter, ne? Kannst du nichts gegen sagen. Oben noch leicht Chili-Pulver drauf. Kenne ich auch so sonst nicht, aber geil. Traum. Wir gehen in Runde 3. Kleine Portion Chili und Kartoffelgratin, was hier auch der absolute Verkaufsschlager ist. Schöne Schärfe drin, Chili, wie man es kennt, wird das Rad nicht neu erfunden, aber absolut stabiles Gericht. Kartoffeln Gratin. Das ist wild, 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 wild. Ich würde behaupten, die hauen diese Soße, weil die ist so ganz krank, sahnig, käsig. Das ist so ein Mix dazwischen. Und dieses, wo du irgendwo am Schaufenster stehst, dann sind die auch so marketingtechnisch voll abgewichst und machen da so eine Milchwelle rein, wo du denkst, boah, ich will jetzt unbedingt ein Kinderriegel, wo so das Milchig drin ist, wisst ihr? Und bildlich gesehen schmeckt das genauso. Diese Milchwelle kommt da rein, bam. Und dazu halt noch ein gewisser Käsetouch. Und ich glaube, die nehmen da Schmelzkäse oder so mit rein, aber passt einfach. Also ganz, ganz böse krank. Das, was beinahe jeder liebt, außer meine Freundin, fragt mich nicht warum. Die Kruste oben, die Käsekruste. Also liebt sie auch, aber nicht so viel davon. Habe ich mir gemerkt, das gute Mann. Ich denke mal, das wird ein knackiges Video. Für mich Fazit, absolute Top-Empfehlungen in Hamburg, die alles zerreißen. Burgunderbrötchen, Mettbrötchen und das Kartoffelgratin. Das zerreißt alles. Rest auch alles stabil. Aber das sind so von mir die Top-Empfehlungen von diesem Laden. Der Fleischkäse und auch das Schnitzel, auch sehr stabil. Für mich nur, habe ich ja vorhin erwähnt, manchmal geht Schwein in so bestimmten Geschmacksnote ab, die ich nicht ganz so feiere. Aber trotzdem super stabil. Alles in allem ist es ein Laden, der Krankos Grande ist. Also wenn ihr hier vorbeifahrt, hier ist auch direkt an der Straße. Da ist die B73 und hier könnt ihr direkt parken, wenn nicht gerade full ist. Aber sonst kriegt ihr auch an der Straße hier noch Parkplätze. Wie dem auch sei. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne zeige ich euch auch immer Empfehlungen, die ich einfach feiere. Haut den Daumen oben dafür rein, wenn ihr Lust habt. Und lasst mir einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.